So, weiter geht's. DBD heute mit unserer Sabrina als Killer. Mal gucken, wie unbarmherzig sie sein wird. Ja, zu dem Killer müsst ihr mir auch noch was erklären, ne? Wie was funktioniert, ne? Also ich habe ja zum Beispiel als... Also ich habe jetzt zum Beispiel als Killer habe ich Eiserner Griff, Thanatophobia, wie heißt das hier? Monströser Schrein und Monströser Schrein, Eiserner Griff und Rufe der Krankenschwester. Das sind die vier Perks, die ich zum Beispiel... Zum Beispiel dieser Ruf an der Krankenschwester, das war genau das, was eben gerade passiert ist, weil Yvonne hat sich eben geheilt. Für mich leuchtet der Überlebende auf. Ich sehe sofort, wo derjenige sitzt. Wie sagte ich gerade, derjenige heilt sich gerade. Ich sehe das in dem Moment. Du kannst natürlich, was ich gerade auch meinte, du kannst zum Beispiel auch jetzt Eiserner Griff runternehmen oder irgendein anderer von den Vieren und setzt dafür Überladen rein. Überladen, zum Beispiel trotz einmal gegen den Generator, du kriegst, sobald du als Überlebender dran gehst, direkt fort einen Skillcheck, den du treffen musst. Ansonsten explodiert der Generator und derjenige weiß, oder der Killer weiß, wo derjenige steht. Okay. Aber liest dir die Sachen in Ruhe erstmal durch, auch was jetzt Add-ons betrifft und alles drum und dran. Das ist meistens A und O, das Durchlesen und das Verstehen, was Sache ist. Markus zum Beispiel mit dem Geist, Alter. Die scheiß die Glocke, Alter. Da hat die Glocke nämlich und so. Es gibt eine Deutung auf die Glocke für den Geist. Das hörst du nicht, wenn der sich sichtbar macht. Normalerweise glockt der. Du weißt dann, aha, okay, der steht unsichtbar. Der macht sich sichtbar oder unsichtbar. Konnte Markus nämlich nicht. Der stand auf einmal neben mir. Ich hab mich so übelst erschrocken. Aber wie gesagt, lest dir ruhig erstmal durch. Wie du was? Ja, ich hab. Nur halt kein Mori. Das wäre. Dafür geht die Runde zu schnell. Ich spiele mal, eine andere Überlebende, komm. Aber ich spiele die gleichen Perks als. ich bin über Alpe wert. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach mal irgendwas genommen. Ich muss. Keine Ahnung, ich muss selber erstmal gucken. Ja, alles gut ist ja. Vollkommen okay, warte mal. Ach, scheiße. Ja, ich weiß drauf. Das ist so. Ja, spiele ich halt so jetzt. Ich dachte, ich könnte mal kurz wechseln. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was der so kann hier. Ja, ich wollte spielen, aber ich wollte mal Dings umsetzen. Mein. Was hat's denn da drin? Das ist die große Frage. Naja, schauen wir mal, was hat sie denn? Es kann ja nur Geist, Trapper oder sowas sein. Sie spielt den Doktor. Weiß ich nicht, ob sie den hat. Er steht unten bei mir, gegen den Doktor spielen. Ui, okay. Der ist zwar... Ich wollte immer schon mal Doktor spielen. Also sagen wir mal so, der ist nicht einfach zu spielen. Okay. Aber er macht Laune. Du musst halt wechseln zwischen Bestrafung und dieser Schocktherapie. Bei Schocktherapie schockst du die ganze Zeit in der Gegend rum. Wenn ja, dem wie hoch du schockst und wenn du Überlebende schockst, schreien irgendwann auf, dann weißt du, wo sie sitzen. Bestrafung ist das halt das Schlagen. Du musst halt immer durchwechseln. Okay, er ist nicht ganz einfach zu spielen. Also spielen steht unten dran. Okay. Also du hast alle Informationen, hast du unten dran, die Tastenbelegung. Ich habe mit L2 und R2 wechselst du immer durch. Naja, mal gucken. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Er macht Laune, der Doktor, sagen wir es mal so. Der sah jetzt am coolsten aus, deswegen habe ich den genommen. Alles gut. Oh, cool. Ich teste jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch, ne? Ja. Sieht aus wie aus der Hause vom Clown. Das dürfte sogar die mehr vom Clown sein. Die Musik hier, ey. Ja, es müsste die mehr vom, ja, es müsste vom Clown sein. Ihr könnt euch übrigens als Killer dann auch die Maps wechseln, wie ihr Lust und Laune habt, ne? Also es ist die freie Auswahl. Nur ich bin halt am liebsten auf Autohäfen. Ich hab jetzt gar nichts. Kannst du als Addon oben reinsetzen. Upsi. Ich war das nicht, das war eine Fata Morgana.
Da hinten geht's schon los. Ich mach jetzt einfach mal, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue, ne? Ansonsten probier, genau, klar. Probier einfach zur Not aus. Dafür sind die Runden, dafür Ahnung, sind wirklich diese Survival-Fans-Runden. Okay, wie komme ich hier rüber? Okay. Ah, okay. Ich muss auch wieder Tastenbelegung so ein bisschen gucken, ne? Ja, sag ja, der ist mit einer der schwersten Killer. Weil der viel, viel, viele Funktionen hat. Die wurde ja den auch nicht genervt haben. Die haben ihn umgebaut. Ich habe den noch seit dem Update nicht mehr gespielt. Aber die sind oh, schon sehr. Oh. Du spielst mit der Variante, okay. Welcher? Ja, sobald du in meiner Nähe bist, wird der Skillcheck kleiner, der Bereich. Geh weg von mir. Oh, die Musik ist cool. Das, was ich meine. Ich schrei irgendwann auf, du siehst die Leute. Okay. Haben eine gewisse Zeit. Aber keine Ahnung, was ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, ne? Ja, alles gut. Ich teste jetzt einfach mal. Ich jag dich. Ja, aber bitte nicht. Ja, aua. Schlag mich nicht. Steh nicht so drauf. Doch. Oh, da schon. Oh, jetzt hat mich fast ausgespielt. Das machen auch viele Killer, dieses Voraussehen. Ja, das war, aber das war reiner Zufall. Wenn manchmal sehen, dass sie raus, wenn der Überlebende weiß, der springt über die Zinks rüber, geht er dem entgegen. Oh. Okay. Ei. Okay, so wie. Hä? Ja, eins müsste es sein. Du müsstest genau über mir stehen, okay. Ja. Okay. Nee, sie spielt nicht mit eiserner Griff. Ich sehe noch nix. Hilfe? Ich sehe sie gerade aber nur nicht, wo sie rumrennt. Ich hätte nur ganz leicht. Ich auch nicht. Hilfe? Hallo? Rettet mich mal einer? So scheiße so, ich hasse es alle drum zu rennen hängen. Oh, da kommst du schon wieder. Ja, ich bin aber nicht hier. Das war die andere. Boah. Hallo? Also, aber ich muss sagen, so ist ja schon eine relativ hektische Steuerung mit dem Dings, ne? Ja, das ist das Killer halt so. Gerade bei dem Killer jetzt. Ja, man muss sich halt ein bisschen reinfuchsen. Schon klar. Ja, das war gar nicht so schlecht, die Idee. Ich hatte nicht damit gerechnet. Das ist halt so. Manchmal muss man als Killer ein bisschen. Oh, hä? Lässt mich noch mit der Uhr? Ach, du bist das! Nein, ich bin das nicht. Das ist die andere Fingmin. Hau mal ab von mir. Kusch! Lass mich in Ruhe. Aber bist du das doch gewesen? Nein. Niemals. Das ist die dritte Bohne. Wir sind zu dritt. Du siehst aber nur zwei. Ja, ja, klar. Ich bin auch eine Femmingin. Nur was so, anderes. Das habe ich gar nicht mitgebracht. Ich dachte die ganze Zeit, ich jacke Yvonne, weißt du? Die spielt in Rot. Ich spiele die gleich in Rot. Ja. Ah, okay. Jetzt musst du mich holen, weil ich jetzt kämpfe. Am zweiten Mal. Also reicht, wenn nämlich jetzt, wenn ich jetzt runterkommen würde und du mich noch einmal hängst, bin ich tot. Okay. Wie gesagt, gegen zwei Überleben ist das eigentlich relativ einfach als Killer. Es wird halt kritischer, wenn du wirklich gegen drei, vier Leute spielst, dann wird es echt fies. Aber dafür fehlen uns die Leute. Vor allem, weil Markus jetzt nicht heute nicht dabei ist.
Die schleicht hier wieder rum. Irgendwo. Ja. Ich hab sie gerade nur im Augenschatten gesehen, rechts. Weil mich, klar, ja, klar, der Killer. Ja, ich gut, ist das. Ja, ich weiß. Ja, ja. Du solltest dich dringend mal heilen. Mein Spiel hakt gerade schon wieder. Okay. Ich kann nichts mehr machen. Ja, ist aber auch scheiße so. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Oh. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Das ist aber auch nicht. Ja, müssen wir gleich nochmal. Ich weiß. Ich habe auch vielleicht einfach heute. Die ist so stürmisch bei uns. Ja. Ja. Eine blöde Verbindung. Hm. Spielt haben wir es denn? Ja, gut, wenn ich hoffe, dass dann in der nächsten Runde. Versuchst du nochmal eine Runde als Killer? Ja, ich komme nochmal. Ich nehme jetzt nochmal eine Einladung an. Hm. Ich lade dich jetzt nochmal gleich ein. Ich habe gerade nochmal, ich habe jetzt nochmal die Einladung angenommen. Vielleicht probierst du es nochmal, als Killer und dann geht auf Yvonne und dann machen wir Feierabend danach. Also dann wechseln wir einfach mal. Dann haben wir so nämlich einmal kurz komplett durch. Oh, ich glaube, meine Leitung ist heute nicht ganz so prickelnd. Ja, ja, es ist heute auch den ganzen Tag. Ich merke das auch am Handy, dass teilweise gar keine Nachrichten und weil sie nicht was ankommen und so. Ja, wir sind heute beim Arbeiten, ist auch der Blitz eingeschlagen nebenan. Direkt den Starten in den Flieger. Also ich habe halt ja am Flughafen und direkt ist ein Flugzeug gestartet und da ist ein Blitz rein. Und dann haben wir auch gesagt, wir brechen jetzt ab. So, spielen wir dann. Spiel ich wieder mal Standardzeugs. Ich habe nochmal eingeladen. Und ich frage sie, ob sie wieder mit dem Doktor spielt oder diesmal wieder was anderes. Ich hab noch verladen, ja. Unbeugsam, wie ist übrigens der Perk, den ich meinte, der letzte. Welcher? Der letzte Perk, den ich immer einsetze, heißt unbeugsam oder hieß früher unbeugsam. Okay. Der, wo du wieder aufstehen kannst. Ich weiß nicht, wie der letztendlich jetzt heißt. Also soll ich jetzt nochmal den Killer machen, ja? Ja. Das wäre super. Also dann wechseln wir nämlich durch. Weil da bist du. Ja, deine Runde. Ja, schade halt. Aber du hättest es, glaube ich, beide gehabt. Also mich hätte es auf jeden Fall gehabt. Da wärst du es gar nicht mal so schlecht gemacht, muss man sagen. Hättest ja beide uns beide verletzt und alles drum und dran, das wäre jetzt eigentlich relativ schnell gegangen. Ich bitte das Wissen. Zurückgelassen. Oh, was ist denn der Perk, den ich meine? Der heißt früher unbeugsam. Ich weiß noch nicht, wie der jetzt heißt. Was ist denn der Unterschied zwischen den lilanen und den grünen? Die Zeit. Also die... Ja, also doch, unbeugsam. Unten stehen Zeiten oder Effekte und die Dauer ist halt... Dauer der Einsätze und so. So, Opfergabe. Was spielen wir denn als Opfergabe? Gut, dann machen wir das so. Und dann sind wir fertig. Oh, warte mal. Ich mache noch meine Ausstattung und mein Anpassen. Ja gut, du siehst es halt, ne, was jetzt passiert.
Ja. Spielen wir mal ein bisschen im Partnermodus. Mal gucken. Mal sehen, ob das Spiel so auseinanderhalten kann oder was. Ja, wir hatten das mal. Wollte mich wieder verwirren, ne? Wir hatten das letzte Mal mit 4-2, die alle gleich aussahen. Gegen den Killer. Ich kann mir das eh nicht merken, ich bin da so konzentriert. Vor allem hatten wir mal eine Runde, lagen wir alle vier auf dem Boden. Final ist es dann passiert, dass wir alle rausgekommen sind tatsächlich, weil alle genau diesen Unbeugsam drin hatten. Beziehungsweise der Killer hat mich liegen lassen mit Unbeugsam, ich bin dann noch aufgestanden, sind Tor aufgemacht und alle anderen sind mit raus. Der hat es einfach komplett unterschätzt, ja. Ich hab keine Ahnung, was ich hier noch so nehmen soll. Wenn ich ehrlich bin. Ja, gut. Nehmen wir das mal. Aber Sabrina ist gerade eben so knapp an mir vorbeigelaufen. Und dann Schmetters Spieler habe ich hätte euch beide gehabt, so ein bisschen aber auch. Mhm. Mann. Das Schöne ist, dass ich immer noch nicht weiß, was ich da tue. Auch wenn es funktioniert, ist ja dafür gut. Dafür hast du es tatsächlich hingekriegt. Ja, guck, ob du jetzt einen neuen Killer hast oder ob du den gleichen hast. Ich habe letztens so einen Spaß gehabt, da haben wir spaßeshalber wirklich mal Fortnite installiert. Oh Gott. Ich habe das allererste Mal in meinem Leben Fortnite gespielt. Ne? Das ist mir zu hektisch, dieses Spiel, und mache direkt den ersten Platz. Habe ich mich sehr gefreut. Aber so ist es halt auch mit Markus gewesen. Er hat keine Ahnung von dem Spiel gehabt und muckst es trotzdem alle in seiner Runde. Das ist halt alles, ne? Manchmal haben die Leute es einfach wirklich drauf. Ist manchmal so ein bisschen, ja, Anfängerglück. So ein bisschen. Okay, das ist eine neue Map, die ich tatsächlich nicht kenne. Ich habe mapmäßig nichts ausgewählt. Ja, alles gut, ich weiß auch nicht. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen muss. Ja? Ich weiß auch, wie gesagt, ich kenne mich hier nicht aus tatsächlich. Ich hab auch keine Ahnung, was ich hier tue. Das ist irgendwo so ein Skiresort oder so. Die Frage ist, wo spielen wir? Gegen was vor allem spielen wir? Geht das bei mir? Was war das jetzt? Nix. Ach, das ist übrigens die Sumpfhexe. Die was? Die Hexe. Ach so. Das war ein Böller. Hä? Ich spiele das Spiel. Ja, das ist so eine Möglichkeit, um die Killer ein bisschen abzulenken. Weil ich die zu früh gezogen habe. Ach, scheiße. Ach so. Ich bin sie erstmal los. Wobei sie ist nicht weit weg von mir. Ich habe das Gefühl, du hast es dezent auf mich abgesehen. Boah, Alter! Okay. Ja? Ich bleib ein bisschen. Ja, hab ich schon gemerkt. Ich krieg dich aber auch nicht. Ich krieg dich aber auch nicht gestunt. Wir wollen machen, solange wir Generatoren, wenn es irgendwie möglich ist. Ich versuche es ein bisschen wegzuhalten.
mache das jetzt nur zum Üben. Ich hoffe, das ist dir klar. Oh, hallo. Guten Tag. Ja, das kaputt machen. Hier. Ja, die Suffixe muss ich auch mal versuchen zu lernen. Genau, geh mal da hin, wo es leuchtet. Da könnte auch was sein. Ja. Oder bei dir, ne? Nein, nein, bei mir ist nichts. Bei mir ist nichts, da leuchtet nichts. Ich bin daneben gekauen, ey. Und scheiß aber auch. So. Also mit dem Ding ist noch nicht ganz so. Mit der Steuerung, das ist mir irgendwie alles so ein bisschen. Naja, das ist sehr viel Info, du musst ja lernen. Kann ja man noch nie. Wieder für mich ist das auch, wird das auch wahrscheinlich Neuland sein, wenn ich wirklich immer mal die Hexe spiele, dass ich dann auf Neuland alles. Jetzt überhaupt jetzt so, ne? Irgendwie. Sie ist ein kleiner, schneller Killer, also bei der muss man echt aufpassen. Ich vertue mich da momentan so ein bisschen. Wobei du mit dem Doktor uns gehabt hättest, wahrscheinlich. Dafür hast du es gar nicht immer so schlecht gemeint. Aber es ist halt manchmal gut, mit einem schweren Killer anzufangen. Markus hat euch ja damals mit der Krankenschwester angefangen. Die ist wirklich fies. Ja, die traue ich mich noch nicht ran. Gehst du mal weg? Hör mal, hast du eigentlich irgendwelche Komplexe bei mir? Okay. Wieso bin ich derjenige? Eben schon in der ersten Runde. Ich kann euch nicht auseinanderhalten, das seid ihr selbst schuld, ich kann da nichts für. Mit der Palette. Ja, ist klar. Ja, ich hänge. Hallo, ich bin eine kleine arme Asiatin, die gerne. Die nicht so gerne an Haken hängt. Hilfe. Komm, wir sind wieder angeschissen, komm direkt. Diese direkt wieder angedackelt kommt. Ja, sicher. Dann nehmen wir mal so einen Scheiß. Und mein Spiel hakt schon wieder. Ich kriege hier Anfälle. Das ist natürlich scheiße. Dann laufe ich, dann steht die. Und dann komme ich, ne, irgendwo anders, ploppt die dann wieder auf. Also ich krieg da gar nicht mit, wo die gerade herrennt. Okay. Ja gut, wenn die wollen natürlich auf ihre Runde Killer verzichtet, machen wir nach der Runde Feierabend und spielen morgen The Forest und gehen beim nächsten Mal DBD dann in ihre Killerrunde. Weil wenn das jetzt die ganze Zeit so hakt, ist das auch scheiße für sie und für dich, für uns. Ich weiß nicht. Oder willst du die Runde unbedingt haben, spielen? Ach, du bist was. Yvonne meine ich, ihre Killerrunde. Bei dir, klar, dass du sie spielen willst, aber wie gesagt, es bringt ja nichts, wenn es so unterhält. Also mir ist es egal. Wenn du sagst, du probierst am Spielen, was die Runde noch. Ja, ansonsten steige ich aus und dann. Ja, zu zweit. Zu zweit machen wir den. Oder sowas, weißt du? Zu zweit. Ja, nee, wir spielen morgen, dann brechen wir hier ab, dann gehen wir auch morgen auf The Forest. Jetzt auch schon wieder. Jetzt und wir gehen. Schon wieder drei Meter weit gesprungen und wir gehen dann bei der nächsten Killerrunde startet die Wunden rein. Und dann hoffentlich, wenn wir dann zu 14 sind, weil so ist es halt sinnfrei, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, wir können auch die Runde versuchen, noch durchzuquälen.
Weil wir, ich sehe nichts davon in der Richtung. Ob du da irgendwie rumleckst oder so. Das ist echt, das ist nervig. Sache, wenn ich so durch die Gegend renne oder so, ist das ja nicht jetzt, also finde ich das jetzt nicht so tragisch. Und es ist natürlich blöd, wenn du gerade, ich sag das mal, hinter irgendwie im Her bist, ne? Ja, klar. Und dann kannst du gar nichts machen, weil plötzlich stehst du am anderen Ende der Karte. Ja, vollkommen ja. Bei dir, da, klar. Ja. Das ist es halt, ne? Ich muss mich auf jeden Fall mit diesen ganzen Klamotten mal beschäftigen, die man da so hat. Was das ja, alles für Vorteile, Nachteile und so hat. Arbeite dich da mal in das Spiel ein bisschen rein. Das ist, ansonsten guckst du halt mal ein bisschen mit Gameplays und so. Ach du, Gameplays habe ich schon tausende geguckt. So ist es ja nicht, ne? Aber. Ja, gut, klar. Oder du probierst es einfach, spielst einfach selber. Klar. Dann so mal nach und nach und so weiter, dann kann man das ja machen. So habe ich es ja auch gelernt. Kannst du dich nicht heilen oder so? Einfach die Treppe hoch, obwohl man nicht die Treppe hochrennen soll. Auch nicht schlecht. Du siehst uns nicht, du findest uns nicht. Nee, das kann gut sein. Ich bin wahrscheinlich schon 50 Mal an euch vorbei. Oder hübscher an euch vorbei, aber das seht ihr nicht, ne? Was? Müsste das eigentlich mal filmen hier, wie das hier aussieht. Das ist so suboptimal gerade. Hm. Ja. Ich zieh das jetzt durch. Was wird das? Gut zu wissen. Gut zu wissen, wo die Luke ist. Hast du sie gefunden, oder was? Ja. Okay. Ich konnte jetzt irgendwas machen und. Boah, Alter! Auf einmal steht sie hinter mir. Sie ist bei mir. Mal wieder. Nein! Verschwinde. Ich will raus. Also ich finde das relativ schwierig, da irgendwie auch, Kerst, bist du schon draußen? Nein, ich bin bei dir. Komm hier, ja, bist du dran. Ja, komm los, geht raus. Nein, aber dafür hast du es... Aber man muss sagen... Das Elend für mich vorbei. Du hast es gar nicht so schlecht gemacht. Ja, wie oft bist du eigentlich vorbeigerannt, dass ich mich im Schrank versteckt habe? Ich dachte, ihr habt zu zweit im Schrank, deswegen haben wir gelacht. Wir waren beide am gleichen Generator hinten. Okay. Ich habe mich oben im Schrank versteckt. Aber trotzdem hast du es nicht schlecht gemacht. Muss man sagen. Das hat ja auch mit dem Doktor, wie gesagt, du hast uns beide gemurkst. Jetzt hast du durch dein Internet-Dings ein bisschen Pech gehabt. Ja. Und die Hexe ist auch nicht so ganz einfach zu spielen, muss man sagen. Also, ich muss mich auch mal reinfuchsen. Ich werde die auch mal spielen, Mann. Ja, ich sag mal, allzu viel Auswahl habe ich jetzt natürlich auch nicht, ne? Hm. Na klar, du musst, wenn du sagst, du kaufst ja die DLCs natürlich, klar. Und dann hast du natürlich mehr Auswahl, was Killer betrifft. Ich muss die Hexe nochmal spielen, ich muss die Nurse mal ausprobieren.
Weil die nur ist, weil ich wahrscheinlich meinen nächsten Killer im Spiel errunden bin. Gut. Mal so gesagt, ist das jetzt ein bisschen. Dann lade ich jetzt ein. Also, wir machen jetzt Feierabend oder wollt ihr die, willst du eine Runde noch spielen? Weil dann ist nämlich. Dann ist die Wonne nämlich der Killer. Ja, ich versuche jetzt. Ich versuche einfach nochmal. Entweder klappt oder klappt nicht. Alles klar, ich lade das gleich sofort ein. Ich mache jetzt mal. Oder was mache ich jetzt? Musst du jedes Mal aufs Neue einladen? Oder? Nein, ihr dürft nicht rausgehen. Als Host kann ich euch mitnehmen. Das klappt ja bei uns immer in diesen privaten Lobbys. Das klappt nur in diesen privaten Lobbys. Okay. Gut. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Die eine Runde noch. Und dann machen wir wirklich Feierabend. Dann hat jeder mal Killer gespielt. Und dann kann man mit der nächsten Runde, wenn wir dann zu viert sind. Ich weiß ja nicht, ob ihr morgen Bock habt auf diese Force. Also ich würde morgen diese Force spielen. Aber wir können morgen nochmal DBD spielen, weil dann wären wir nämlich zu viert. Gucken wir mal. Ja. Mach ich hier mal Feierabend.